Es ist nicht wirklich schwierig. Viel braucht es dafür nicht. Macht's weniger wie ihr, Freunde, und ein bisschen mehr wie ich. Keine Meetings, keine Arbeit und keine Zuständigkeit. Der Vorstand ist weg. Ihr seid jetzt alle frei. Genießt euer Nachleben. Habt eine tolle Zeit. Genießt euer Nachleben. Esst ein Croissant oder zwei. Ganz ohne Stress, ohne Regeln, gönnt euch was. Lehnt euch zurück, denn auch das Nachleben macht Spaß. Gut, reden wir über eure Interessen, Hobbys, Passionen. Was wolltet ihr schon immer mal tun, aber hattet nie die Zeit dafür? Das ist leicht, die antiken Schriftrollen neu einsortieren. Eine neue Gruselberichtvorlage in Farbe erstellen. Nein, 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 ich meinte lustiges Zeug. Ein Stehpult kaufen. Scratch? Als ich noch am Leben war, aha, war mir eine Sache klar. Ja? Ich wollte gerne auf der Laute spielen. Das ist doof. Du klingst wie mein Vater. Er sagte, dummes Kind, die Laute muss weg unbedingt. Schnitt die Saiten in zwei, die Spielerei war vorbei. Wie gemein. Nun hey, bleiben wir bei dem alten Mann. Kauf eine Laute, mach einen Übungsplan. Dann, keine Ahnung, geh auf Tour im lautförmigen Karawan oder sowas. Das klingt absolut umwerfend. Vielleicht lasse ich mir noch ein Bärtchen wachsen. Genießt euer Nachleben. Ich mach mein eigenes Ding. Genießt euer Nachleben. Das ist so wie ein Hauptgewinn. Oh ja. Ganz ohne Stress, ohne Regeln, gönnt euch was. Mein Rat ist das. Lehnt euch zurück, denn auch unser Nachleben macht Spaß. Macht, was immer ihr wollt, doch genießt es und habt Spaß. Am liebsten anderswo.